Ich möchte halt auch das hier skillen, weil schalte die Pilotfähigkeit für Klasse C-Schiffe frei. Weißt du nicht, was für welche das sind? Vielleicht irgendwelche Kreuzer, kein Plan. Wäre auch wild. Also das will ich haben. Klasse C-Schiffe hier. Dann will ich hier das Max auf die Schlösser haben. Und Zielsteuerungssysteme hier. Ja, und noch so viel, keine Ahnung. Dann würde er sofort ich abgeknallt skill halt immer Geiseln das, was ich dann brauche. Ich lasse mir mindestens einen Punkt immer übrig. Ich habe jetzt einen Punkt noch hier. Ich bin gerade nicht. Es gibt zwei Dinge, die man in Neon nicht tut. Erstens, Bayus. Ich habe bei Ding nichts geskillt, bei Kampf. Das ist, weil ich Soldat bin. Ich habe Soldat gewählt. Ich habe hier nichts geskillt bei denen. Ich meine, die Waffen sind eh so gut und ich habe null Probleme, irgendwelche zu töten. Also, weiß ich jetzt nicht. Und ich würde dann sogar auf Ballistik gehen, schätze ich mal. Weiß gar nicht genau. So, ballistische Waffen. Was ist denn mein... Was... Laser, Pistolen... Was ist denn die Waffe, die ich hier habe? Geld anrühren und zweitens Aurora vom Planeten bringen. Das muss ich... Ist das irgendwie... Was gibt's denn hier? Gewehre. Ja, das ist alles egal, dafür wechsle ich zu Scharfschützen. Das sind, glaube ich, Gewehre sogar. Ja, einschärfen, weil mich die Tatsache beunruhigt, dass du Gerechtigkeit für absolut hältst, Deputy. So einfach ist es nie. Gerechtigkeit würde mich da anmaulen, weil ich das gesagt habe vorher. Unterschiedliche Dinge. Und ja klar, bei jedem ist das Gesetz ein anders. Ranger entscheidet mit Urteilsvermögen, mit mehr Geld und Intuition, was für die Menschen und am mit weniger ist. Geld. Ja, ich auch nicht. Ich weiß nicht, was wo ist. Guck mal an hier. Dann noch die ganzen Aktivitäten auch noch. Guck mal, das ist, jedes Mal ist es in einer anderen Stadt hier. Und dann jetzt, habe ich jetzt viele Quests abgearbeitet. 4, 5 Quests habe ich abgearbeitet. Nee, 5 Quests. 3 oder 4 für die Ranger und 2-mal die komischen, was ich halt immer die Quest habe, Crimson Fleet töten. Immer. Deswegen habe ich theoretisch ein bisschen die Quest-Dinge aufgeräumt, aber es ist halt immer noch mehr. Aber es ist okay, es passt schon. Ich wollte nur mal ein bisschen aus Neon raus und habe jetzt trotzdem die Neon-Quest gemacht, weil ich wollte die Ranger-Quest machen und die Ranger-Quest führt mich wieder zu nach Neon. Jetzt kann ich aber auch direkt dann auch bei der Chefin die Quest abgeben. Ja, man hat immer was zu tun und man... Ich lasse mich auch immer wieder auf andere Sachen ein. Ich folge jetzt dann nicht immer nur stur einer Linie. Hey, Billy, Linie. Hast du kurz Zeit? Was? Ah, du bist's. Du hast mich erschreckt. Ich dachte, in den du Kopf schießt, oder? Billy Clayton. Weit gefehlt. Unser neuer Deputy hier arbeitet an einem Fall und ich dachte, du kannst vielleicht helfen. Schieß los, Neuling. Also er hat gesagt, schieß los. Was meint er jetzt? Verstehst du? Wie hieß der Ansprechpartner für den Job? Nimm's nicht persönlich, aber hoffentlich weißt du, der hat 1050 Credits. Oh mein Gott, der hat 1050 Credits. Ich muss mal hier ein bisschen speichern, so. Zufällig muss ich jetzt speichern. Bin mir nicht sicher, warum. Wo läuft der hin? Was? Ich klaue und der läuft weg? Was ist mit dem? Wann oder ob das wohl bemerkt wird? Ja, er muss dann nochmal machen. Passiert das? Was ist denn? Normalerweise tun die immer mich anmaulen, die Security, aber jetzt laufen die weg. Ich glaube, ich schaffe das bei dem nicht. Bei manchen ist es sehr schwer. Bei manchen geht es auch das zweite Mal. Hast du das bei mir auch schon versucht? Hast du das bei mir auch schon versucht? Weiß ich nicht.
Die Chance, was steht hier die Chance? 62. Taschendiebstahl wird nicht gern gesehen. Wenn man, Jeroka, wenn man ganz unsichtbar ist, geht es dann immer oder was? Aber ich habe gesehen, bei unten der Max geht es nur 50%. Ich habe normalerweise bis auf jetzt und noch einen Fall, habe ich immer geschafft, dass es funktioniert. Das ist das erste oder zweite Mal. Erstaunlich, wie geschickt du bist. Okay, das ist halt jetzt wirklich krass. Einmal noch und dann lasse ich es gut sein. Dreist, frech, unverfroren. Clever. Krass, oder? Bei dem gar nicht klappt. Aufwand! Okay, keine Ahnung. Das habe ich jetzt so oft, habe ich es nie probiert. Das hat jetzt immer geklappt, aber irgendwie... Ist das selbst vor der Schnauze 10 anderer hat es geklappt. Okay, was ist mit dem anderen hier? Was ist mit dem hier? Der hat 775. Vergiss es! Siehst du? Da habe ich jetzt... Oh mein Gott. Okay, okay. Hast du gerade... Hat geklappt. Siehst du? Und du kommst sogar damit davon. Easy. Easy. Das zweite Mal klappt fast immer. Easy. Ich habe keine Zeit für sowas. Okay, bei dem geht's nicht. Okay, immerhin von dem anderen 775. So ein Scheiß, Alter. Habe ich schon gemacht, okay. Also Quatsch mit dir. Let's go. Was brauchst du? Dein Gesicht. Weißt du über ein gestohlenes Haupttech-Schiff? Spuck's aus. Abschaum. Geil. Was weißt du? Sorry. Ich suche einen Dieb, der clever genug ist, ein Schiff aus der Fabrik zu stehlen. Hier ist vor kurzem ein gestohlenes Haupttech-Schiff gelandet. Ich brauche Infos zum Piloten. Machen wir das. Ein gestohlenes Haupttech-Schiff. Ja? Tja, es ist so. In Neon gibt es unendlich viele Schiffsdiebe. Ich sehe sie täglich kommen und gehen. Ja, jeden Tag, ist oder? Ist ganz schön schwer, die alle auseinanderzuhalten, wisst ihr? Jetzt sei mal nicht so. In Neon scheint alles einen Preis zu haben. 1000 Credits zahlen. Zwing mich nicht, auf die harte Tour drüber zu reden. Es könnten Menschen in Gefahr sein. Versuch mal Vernunft. Ich bin einer davon. Ich kann dir helfen, aber im Moment ist mein Leben in Gefahr, obwohl ich nichts gemacht habe. Freestar Ranger sollen doch die Unschuldigen beschützen, oder? Ja. Du weigerst dich zu kooperieren? Das hätte nämlich Konsequenzen. Ja, gehört zu meinem Job. Dann musst du dir das anhören. Es geht um meinen Bruder. Ja. Er ist gestorben, hatte aber noch Schulden bei einem Syndikat-Kreditteil namens Emmett Goodman. Töten wir jetzt den. Will Goodman das Geld von mir eintreiben. Und wenn ich nicht zahle, bin ich tot. Das passiert in Neon bestimmt öfter. Ja. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass es mich mal erwischt. Ich habe Ärger immer gemieden. Hat aber nichts gebracht. Überzeugen. Von welchem Syndikat redest du? Ich rede mit diesen Kreditteilen, aber wehe, das lohnt sich nicht für mich. Überzeugen, das ist nicht mein Problem und jetzt sag mir, was du über das Schiff weißt. Das wäre, glaube ich, das Falsche. Von welchem Syndikat redest du? Jetzt erzähl nochmal, genau. Vom einzigen, das hier von Bedeutung ist. Vom Seoka-Syndikat. Den gehört die Stadt quasi. Ich schließe mich dem an und töte alle. Aber Gerüchten zufolge hat Emmett Goodman sich unbeliebt gemacht. Sie vermissen ihn also vielleicht nicht, falls er verschwindet. Ich rede mit diesem Kreditteil, aber wer lohnt sich nicht für mich? Aber ich muss ihn doch auch, nicht mein Problem. Okay, dann helfe ich ihm, damit er mir hilft. Oder ein Gags wäscht den anderen Gags. Auch den fetten Bauch. Na klar. Ich schwöre es, bei meinen besten Schraubenschlüsseln. Besten Schraubenschlüssel? Goodman hat sich in einem der Lagerhäuser in Epsa verschanzt. Das ist krass. Das Lagerhaus ist fest verriegelt, aber es gibt einen Wachmann, der einen Schlüssel hat.
Ich bleibe bei Billy, falls Goodmans Eintreiber auftauchen. Die sind nicht so dumm, sich mit mir anzulegen. Aber mit mir. Weil ich Billy Clayton helfe. Und dich nochmal beklauen werde. Es einmal noch versuchen. Oh mein Gott. Das geht bei dem nicht. Oh. Mensch, Jero, mach's nicht fertig mit der Fähigkeit. Das geht bei dem nicht. Aber hier. Bei ihr bestimmt. Was darf es sein? Geld. 1039? Speicher nochmal, komm. Bleibst du stehen? Oh, nein, geht auch nicht. Danke dir. First Base. Ja, aber Chamäleon-Teil ist ja der Skill. Ist ja nicht so ein Anzug, oder? Langfinger. Hat geklappt. Schau, es klappt fast immer das zweite Mal. Auch jetzt. Zweite Mal easy. Ich habe sogar Schlüsselkarte vom Syndikat bekommen. Ich habe von einigen wirklich Sachen bekommen, das ist heftig. Kamin ist ein Perk, wie auf die Waffe ausrüsten. Ja? Das wusste ich nicht. Alles gut soweit. Beste, willkommen. Warm ist es. Kann ich noch sagen dazu. Kurz fragen. Alexa? Alexa? Temperatur. Im Augenblick liegt die Temperatur bei 28 Grad Celsius. Heute Abend wird eine Tiefstemperatur von 13 Grad erwartet. Nein, kannst nicht drauf craften, sondern musst so ein Teil halt finden. So wie ich es halt eben mache, oder? So Chamäleon-Waffe. Ach, die Waffe heißt so? Boah, scheiße, ich hoffe, ich habe sowas denn nicht gehabt, weil ich habe so viele Waffen. Oh Gott, kann sein, dass ich sowas hatte. Gibt's irgendwas anderes mit C? Und ich nicht gecheckt, was es ist. Ich habe mal alles verkauft und noch. Ich habe getestet, wenn die nicht gescheit geschossen haben, weggeschmissen. Oh mein Gott. Im Namen von dem einen steht das dabei. Ach, das ist ein Item. Ich bin immer zufrieden. Ich bin verwirrt. Okay, ist ein Item, keine Waffe. Hast du auch schon das Spiel gezockt, First Base? Das ist für mich jetzt, glaube ich, der 8. Tag oder so. Gestern, ich habe schon 2 Tage Pause gemacht. So der 8. Spieltag. Und wird immer geiler. Aber ich tue mir halt alles anhören, alles anschauen. Jede Quest nehmen, alles auf mich einwirken lassen. Alles, was passiert. Und vielleicht auch jetzt hier nochmal probieren zu klauen. Der hat nur Heilpaste, okay. Leuchtet ein. Okay, dann machen wir das. Das ist Privatgrund. Der hat gar nichts. Aber schau mal, ich kann hier knacken. Schlüssel erforderlich. Hab ich doch wohl, was hab. Einmal. Okay, also reden wir mal mit dem. Geh weiter. Das ist ein Privatgrundstück. So, überzeugen. Ich muss da rein, ist jetzt was Wichtiges. Marke zeigen. Ich bin ein Freestyle Ranger. Mach die Tür auf. Ich glaube, das hilft nicht viel. Ich versuche ihn zu überzeugen. Ach, ehrlich? Ehrlich? Es gibt doch keinen Grund für uns ein Problem zu haben. Schön, dass du meine Situation verstehst. Siehst du? Schön, dass du langsam meinen Standpunkt akzeptierst. Ich bin noch redebereit. Ja, ich weiß, dass du mir helfen würdest, wenn du könntest. So wie die Jedi-Power hier. Ja, geklappt. Das hoffe ich. Geh rein, red mit dem Boss und komm sofort wieder raus. Eine falsche Bewegung und du bist tot. Hier, damit kommst du rein. Ebenso. Eine falsche Bewegung und du bist weg, mein Freund. Weil ich habe meine ganzen 16... Wie viel? Moment. Meine ganzen 18 Waffen dabei.
Mindestens. Also, lass uns reingehen. Wie können wir hier beklauen? Das wird geil, wenn ich jetzt hier mit dir beklau. 138 Credits lohnt sich gar nicht. Wenn ich einen besseren Skiller, würde ich alle beklauen. Geh einfach weiter. Ja. Immer mit der Ruhe, ich mal schauen, was es hier so gibt. Muss mal scannen hier. Kann ich eigentlich sie auch beklauen, nie, oder? Wie das Tageslicht wohl aussieht. Angeblich kann man von den Schatten. Wer ist das? Was willst du, verdammt? Ach, der hat ja auch nichts, komm. Lass mich doch. Was? Hast du ein Problem? Soll ich jetzt so rüberfliegen oder was? Okay, dann gehen wir mal da rein. Hier zum Boss. Aber ich würde gerne den Boss beklauen versuchen. Oder seinen Assistenten, bevor wir mit ihm reden. Hi. Wenn du Stress machst, gibt's Ärger. 219, was hat der Boss? Vielleicht Kundschaft? Der hat gar nichts? Okay. Ja. Oh, Tür verriegelt. Einsteige und es wäre illegal. Soll ich in einem Syndikat mal das Schloss knacken? Mal schauen, ob die mich gleich erschießen? Machen wir mal. Bin ja gespannt. Oh Mann, ey, ich komme wieder auf Sachen, ey. Ja. Da fehlt aber das Rechte dann. Warte. So, und dann brauche ich das und das. Das. Scheiße, glaube ich doch falsch, oder? Wenn ich das jetzt hier rein tue, bleibt nur noch das. Ich brauche einen besseren Block. Hier ist langsam alles abgegrast. Okay, alles gut. Also ich kann... Oh, okay, ich habe es geknackt, aber ich kann es nicht klauen, weil es halt Schmuggelware ist. Aber das Wichtigste ist, das hier geht hoch. Knacke 30 Schlösser, wir haben 17. Für 30, also. Das ist wichtiger als alles andere. Hauptsache der Erfolg geht hoch. Gut, haben wir noch irgendwas zum Knacken hier? Guten Tag. Hallo, Tag. Ach, hätte auch hier reingehen können. Ich verstehe. Okay. Hi, was geht? Sieh mal einer an. Besuch ist doch immer schön. Was führt dich her? Das ist der Chef des Syndikats. Bisschen knapp bei Kasse vielleicht? Marke zeigen. Ich komme, weil du von Billy Clayton Schulden eintreiben willst. Marke zeigen. Du bedeutest nicht länger, dass du beutest nicht länger verzweifelte Menschen aus. Was macht ihr hier genau? Erstmal fragen, was ist denn los überhaupt hier? Let's go. Ach, es ist nur ein bescheidenes kleines Unternehmen. Oh. Import und Export im Grunde. Das ist okay. Ich habe es von meinem Vater gehabt. Kein Problem. Aber du bist gewiss nicht wegen meiner Firma Doch. Hier. Ich werde sie übernehmen. Ich werde der Chef sein. Mach mal das erste Mal. Wegen Billy Clayton, oder? Du wolltest nicht länger... Okay. Ja, Marke zeigen von mir aus. Wirklich sehr nett, dass du für mich intervenierst. Aber ich habe alles bestens im Griff. Ah, ich weiß ja nicht. Dennoch danke für deine Sorge. Deine Marke ist ihm anscheinend egal. Ja, klar. Stell meine Geduld nicht auf die Probe, mein Freund. Billy schuldet dir nichts. Nur sein Bruder hatte Schulden bei dir. Billy kann die Schulden nicht zahlen. Und das weißt du. Lass es gut sein. Fang erst mit meinem Bruder an. Und genau da liegst du falsch. Kerl hat meinen Bedingungen zugestimmt. Auch dem Eintreiben von Verwandten im Falle seines Todes. Ja, das dachte ich mir schon. Ist nicht meine Schuld, dass er Billy mit hineingezogen hat. Aber genau das hat er getan. Was hast du damit eigentlich zu schaffen? Ich fand's verlockend, einem Drecksack wie dir ein bisschen Angst zu machen. Okay,
Das geht dich nichts an. Ich brauche Informationen von Billy, also helfe ich ihm. Mach mal das hier. Ich fand es verlockend, einem Drecksack wie dir ein bisschen Angst zu machen. Wenn du glaubst, ich habe Angst vor einem vorlauten Deputy, viel lernen. Angreifen. Ja, lass Bill in Ruhe, sonst bekommst du mit mir zu tun. 4000 bezahlte Schulden. Überzeugen. Ich bitte dich um eine Kooperation. Yo, 4K kann ich geben. Kein Problem. Wir versuchen zu überzeugen. Wo haben wir den Skill denn? Dann biete mir etwas an, das ich haben will. Du vergeudest deine Zeit, Billy. Hat das Geld einfach nicht. Es könnte sich rächen, wenn du es mit mir, mit den Ranger verscherzt, das erste Mal. Das stimmt. Wenn du mir einen Gefallen tust, bin ich dir was schuldig. Boah, das ist bei so Gangsterbossen ganz, ganz falsch. Taten haben Konsequenzen, du solltest mal nachdenken. Wenn du mir nicht hilfst, nehme die Freestyle Ranger dir das vielleicht übel. Wir machen das trotzdem mit dem Gefallen. Wir wollen ja einen schönen Film hier spielen. Go. Das stimmt. Greif mal einem nackten Mann in die Tasche. Da ist durchaus was dran. Vielleicht brauchst du irgendwann mal die Ranger auf deiner Seite. Billy hat Angst und wer Angst hat, tut verzweifelte Dinge. Das ist Schmarrn. Und das sagt sich so leicht, aber ich weiß nicht, ob du dich daran halten kannst. Scheiße, Digga. Du bist betrunken von deiner neuen Macht und denkst, ich wäre ein Kleinkrimineller, den du herumkommandieren kannst. Vielleicht zeige ich dir mal, wie man in Neon Meinungsverschiedenheiten klärt. Was? Echt jetzt? Du bist nicht umsonst gestorben! Echt jetzt? Der hat so eine MG gehabt? Was du nehmen musst. Und lass den Rest den Plünderern. Dicker. Nicht mit mir. Kann ich jetzt hier klauen? Ist auch noch Dealer war, der Ding war. Ich brauche Deckungsfeuer! Sorry, ich habe das Syndikat ausgelöscht. Tut mir leid. War nicht so gemeint. Das schaut aus wie mein Verfolger. Das schaut aus wie der Typ im Schiff, ne? Der Sam muss mir wieder anständig hinsetzen. Ich hab grad gar nicht mich anständig. Ich dachte nicht, dass es so weit kommt. Auf einmal greift er mich an. Jetzt habe ich ja so eine Waffe. Ich wollte am Anfang nicht 40k ausgeben für die. Jetzt habe ich so eine Waffe. Du Scheiße, das war ja ganz schief falsch alles hier auf einmal. Aber richtig so, jetzt sind ihm die Schulden erlassen. Ich glaube, das ist bei so einem Gangster-Arschloch schon das Beste. Nicht irgendwelche Sachen, die ich noch machen darf? Hier, nee, ist alles illegal hier. Warte, diese Waffe meine ich, die habe ich mal gesehen beim Händler. Ach, das ist gar nicht die MG. Das ist nur so eine komische Nietenpistole. Ich dachte, das wäre die Minigun. Alien Snacks. Achso, warte. Man kann nicht gedrückt halten. Okay, ich dachte, das Ding dreht sich jetzt. Okay, ja gut. Was ist ein Scheiß. Muss ich mal testen. In anderen Lebenslagen. Okay. Ja, also ich glaube, das Problem hat sich jetzt erledigt. Also der Typ ist jetzt weg, das heißt, er wird kein Geld mehr wollen von Billy. Aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihn direkt erschossen. Mit dem Scheiß überreden und alles. Aber so kann ich für das Syndikat ja gar nicht mehr arbeiten. Schade. Ich lade jetzt auch nicht, ist halt so passiert, nicht geklappt. Ich hätte mal eine andere Auswahl. Schalte sie aus! Was denn jetzt? Ich steige beim Syndikat aus und werde ehrlich! Ich dachte, das erste ist immer richtig, aber habe ich schon mal gehabt. Das erste zählt nicht immer. Manchmal muss man auch das zweite nehmen. Mit dem Skillen. Egal, glaube ich, gar nicht lumper überreden.
hätte das zweite nehmen sollen. Aber jetzt laufen nicht alle von mir weg. Oder ich krieg jetzt keinen Schiss, also kein Ding von der Polizei oder so, gell? Ich hab nichts irgendwie verbrochen. Ich hab einfach der ihren Job gemacht. Die haben sie nicht getraut. Website ist komplett vor die Hunde gegangen. Viel zu gefährlich für Touristen. Ranger? So, jetzt zurück zum Billy und ihm sagen, deine Schulden sind beglichen. Hey Marek, was geht? Deine Schulden sind beglichen, der andere ist tot. Wir probieren es noch einmal, dann laden wir nochmal. Kurz speichern, einmal noch, komm. Und zwar ziemlich geht eh schief. Die Leute kaufen in diesen Kriegshelden. Nee, hat funktioniert. LOL. Ich weiß, was du meinst. Als Kind habe ich mit meinem Scheiß, aber ich habe hat nicht geklappt. Soldaten sind die UC-Truppen erwischt. Schade. Okay, bei dem ist echt schwierig hier. Wie ist das Wetter bei dir, Marek? Bei mir ist es schon ziemlich heiß und es ist anstrengend hier so in der Hitze zu sitzen. Ich sag's dir, wie sie es ist. Sie rekrutieren. Und zwar für viele Leute sind sie tatsächlich. Gar nichts, bin krank. Oh, wünsche dir gute Besserung. Was hast du denn Schlimmes? Ich hoffe, das ist schnell wieder besser. Mit anderen Worten, lauwarm. Sie rekrutieren. Und zwar ziemlich erfolgreich. Die Leute kaufen in diesen Kriegshelden-Quatsch komplett ab. Das ist über 20. Hast du mit Goodman geredet? Ich habe dein kleines Problem gelöst. Jetzt sag mir, was ich wissen will. Ich habe mich darum gekümmert, wie das musst du nicht wissen. Er wurde leider gewalttätig. Es ist nicht gut für ihn gelaufen. Ich wollte dich nicht in Gefahr bringen. Ich dachte, er nimmt Vernunft an, wenn er sieht, dass du Freestyle Ranger der Fuji bist. Kopfschuss ist immer gut. Ich habe ungefähr eine Woche gebraucht, um zu kapieren, dass das hier nicht so läuft. Ja, das ist eh nicht okay. Hier. Okay, jetzt muss ich meinen Teil der Abmachung. Wie, keine einhalten. Ahnung. Erkältung, die Schnupfen? Frau, die ihr sucht, heißt Grace Early. Sie stiehlt Schiffe und dann kommt sie meistens damit hierher, um die Ware zu verkaufen. Gerüchten zufolge hat sie gerade einen Job für eine Söldnerbande abgeschlossen und wirft nur so mit Geld um sich. War also wohl lukrativ. Ich kenne sie. Wenn sie gerade nicht arbeitet, ist sie Stammgast bei Madame Sauvage. Ist nicht immer perfekt, die deutsche Übersetzung. Das ist auf der oberen Plattform. Ach so, ich gebe dann dir Rückendeckung. Das wird schon. Trinkst einen heißen Tee und dann geht das schon wieder. Bleibst im Bett liegen, entspannen. Gar kein Ding. Das schaffst du schon. Du bist der Großen Stark. Mach ich gerade. Wunderbar. Weitermachen. Ich bin hier ein bisschen Starfeld am Zocken und wird immer geiler. Die Storys sind auch interessant. Und gerade habe ich eben so einen Boss vom Syndikat erschossen, weil er ein bisschen aufmüpfig wurde. Ich sag's dir. So ein Ding. Ach, ich bin wieder hier in der. Hier bin ich wieder. Okay. Dieser schönen kleinen, wo ich dann die Bewerbung hab, dann mit dem anderen, mit der Gang. Ich dachte, das ist Cyberpunk. Die Stadt ist, glaube ich, wie Cyberpunk. Habt ihr mir schon mal gesagt. Ich habe Cyberpunk nicht gespielt, aber die Stadt ist wie Cyberpunk. Das ist die einzige Stadt, die so ausschaut. Vielleicht so ein bisschen angelehnt auf das Spiel. Kann man nie wissen. Will mir jemand den Tag versauen? Hey. 900 Credits? Diebstahl! Hey! Scheiße. Ähnlich meinst du? Genau. Ja? So. Klasse. Ja. Ich stelle es mir nur hier in der Stadt. Wenn ich in einer anderen Stadt bin, dann siehst du es, glaube ich, gar nicht so. So, Grace Early. Sprechen wir mal ganz früh mit ihr. Ein Freestyle-Ranger und sein... Was bist du? Ein Sidekick oder sowas? Meine Geliebte, also meine zukünftige. Das findest du bald raus.
Sowas in der Art, ja. Ich bin Freestar Ranger Deputy Jenny. Wow, deine Mama ist sicher stolz auf dich. Aber sowas von. Und warum rede ich mit dem Sidekick und nicht mit dem Ranger? Der Fall gehört dem Deputy. Ach ja. Genau. Und du musstest für mich kleines Ding Verstärkung mitbringen? Ich bin geschmeichelt. Aber das ist nicht mein erstes Verhör. Bringen wir es bitte hinter uns. So, du hattest schon öfters Probleme mit dem Gesetz? Ein, zweimal, vielleicht auch öfter. Aber 20, 30 Mal. Wie ein Vogel. Ich weiß ja nicht. Du steckst in Schwierigkeiten, Grazie. Fang lieber an, die Sache ernst zu nehmen. Oh, ich lausche gebannt und aufmerksam, Deputy. Du erzählst mir jetzt bestimmt gleich, dass du ein paar Fragen hast, die ich bitte beantworten soll. Kommt das ungefähr hin? Nee, gleich die Waffe halten. Du hast ein Schiff von Hauptdeck gestohlen. Versuch gar nicht erst, es zu leugnen. Keine Spielchen. Ich weiß, dass du das Schiff gestohlen hast und erzähl mir warum. Ich weiß, du hast das Schiff gestohlen, es sind Menschen in Gefahr, ich brauche deine Hilfe. Alles klar, ich verstehe. Okay, sie stiehlt was und ich brauche ihre Hilfe. Brauche ich sie echt? Machen wir mal. Okay, ich habe das Schiff gestohlen. War nur ein bisschen Spaß. Sind Menschen ums Leben gekommen. Ich habe es nicht mal behalten. Es war ein Auftrag. Ich habe das Schiff abgegeben, die Typen sind weggeflogen. Genau, Mike, du weißt es. Ich habe niemanden in Gefahr gebracht, okay? Du hast Söldner geholfen, jemand Unschuldiges einzuschüchtern und zu bedrohen. Es waren Söldner. Die haben eine Frau bedroht und ihre Farm wegzunehmen. Die Männer wollten eine Farmerin von ihrem Land vertreiben. Das hier. Hey, ich habe ihnen nur ein Transportmittel verschafft. Ja, aber sie haben nicht gesagt, wohin sie damit wollen oder was sie vorhaben. Ich hätte nicht mitgemacht, wenn ich gewusst hätte, dass jemand verletzt wird. Ja. Gewalt. Keine Fragen Spiel zu stellen ist genauso schlimm. Hätten sie die Frau getötet, wäre das Beihilfe zum Mord gewesen. Aber sowas hast du daran mal gedacht? Ja. Nein. Mensch, bist du selten dämlich, dass man die Schiffe auch für schlechte Sachen hier nutzen kann. Ich könnte dich schon allein für den Schiffdiebstahl einbuchten. Noch kannst du es wieder gut machen. Bitte hilf mir. Was bitte? Sag doch nicht bitte. Überzeugen. Schluss mit dem Smalltalk. Sag mir, was du weißt. Wir probieren das. So einfach ist das nicht. Klar ist es einfach. Es gibt doch keinen Grund für uns, ein Problem zu haben. Das führt doch zu nichts. Sorry. Ich will auch keinen Ärger machen. Ich will das einfach nur durchsprechen. Es gibt nichts zu bereden. Ich habe mich klar ausgedrückt. Ich drück mal R, das ist halt dann automatisch. Jetzt sei doch nicht so. Ja? Wir finden bestimmt eine Lösung. Ja, kenne ich. Schön, dass du langsam meinen Standpunkt akzeptierst. Ich versuche vernünftig zu sein. Okay. Ja, da muss ich schief schauen. So ist es mal mit den Emojis. Ich gebe dir mein Wort. Keine Deals, bis ich Antworten habe. Wenn ich herausfinde, dass du gelogen hast, finde ich dich und mach dich fertig. Was machen wir? Machen wir das Erste. Wenn man einem Freestyle-Ranger nicht mehr trauen kann, kann man niemandem mehr trauen, oder? Ja, siehst du, aber mir kannst du eine trauen. Eine Frau namens Maya Cruz hat mich kontaktiert. Sie hat gesagt, sie ist ein hohes Tier bei der First und hat einen Job für mich. Mhm. Sie hat mit einem Insider bei Hauptech gearbeitet und vorgeschlagen, dass ich ein Schiff direkt aus der Fabrik stehlen soll. Oha. Wir waren mitten in den Planungen, als sie plötzlich einen medizinischen Notfall hatte. Okay. Sie sagte, dass sie eine Operation bräuchte und sich dann lange erholen müsste. Das war vor ein paar Wochen. Seitdem habe ich nichts mehr gehört. Da guckst du, Marek, wa? Warum hast du einen riskanten Job angenommen? Hat Maya gesagt, wofür die First das Hauptdeckschiff braucht? Hat sie gesagt, wo sie behandelt wird? Red weiter. Kurz darauf hat mir ein Typ namens Marco geschrieben. Mhm. Hat gesagt, er wäre bei der First fürs Geld zuständig und hat mir die Hälfte im Voraus angeboten. Oha, nett. Ich bin ihm aber nie persönlich begegnet. Lief alles über Mittelsmänner. Ja, und Überweisung und so, ja, direkt. Ich hatte das Gefühl, dass er total paranoid ist. Hast du eine von den verschlüsselten Slates dabei? Ja, hier, nimm sie. Ich bin durch mit der Sache.
Willst du sonst noch was wissen? Was weißt du über die Männer, an die du das Schiff geliefert hast? Jetzt erzähl doch mal. Gar nichts im Grunde. Sie haben mir nur gesagt, wo und wann wir uns treffen. Haben ja, hier und jetzt. Und das war's. Hat Marco dir je gesagt, wo seine Operationsbasis ist? Nicht mal einen kleinen Hinweis. Gar nichts? Ich sag's dir, der Typ ist ultra vorsichtig. Es ist sicher extrem teuer, die First zu finanzieren. Aber die Second ist billiger. Hast du irgendeine Möglichkeit, die First zu kontaktieren? Nein, gar nichts. Gar nichts? War ein bisschen enttäuschend. Schon enttäuschend, ja. Nachdem sie mich so gut bezahlt haben. Ich glaube, das war's. Das reicht vorerst. Danke für deine Kooperationsbereitschaft. Ja, klar. Wenn du das nächste Mal im Turm bist, solltest du die verschlüsselte Slate Ranger Alex Shadid geben. Der hat ein Händchen für Kryptographie. Wenn jemand die Slate knacken kann, dann er. Dann ich muss zurück. Viel Glück, Deputy. Dann darf ich gehen. Sir. Wenn du mir versprichst, dass deine Tage als Schiffsdieben vorbei sind, ja, dann darfst du gehen. Ja, aber wenn du wieder ein Schiff auch nur anguckst. Hier, das. Ist mir nur recht. Ich werde sowieso Schiff zu alt für den Job. Und ich höre nach einem echten Highlight auf. Vernünftig. Gibt nicht viele, die mal ein Schiff aus der Hope-Tech-Fabrik geklaut haben. Siehst du, was am schönsten ist, muss man aufhören. Okay. Begib dich nach Aquila City. Nee, ich hab hier noch was hier. So, hier, da will ich hin. Zu ihr nochmal. Rennen wir weiter in der Cyberpunk-Stadt. Neon City heißt es. Also Neon. Mal gucken wegen dem Clown hier. Mal probieren mit dem Clown. Warte. Sie hatte was. Wiedersehen. Servus. Ding, 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 ding. Oh Mann, schade, es hat nicht geklappt. Es gibt welche, bei denen klappt es gar nicht hier. Ich versuche hier heimlich Geld aus der Tasche zu klauen. Security, komm zurück! Und wenn es nicht klappt, tu ich mal kurz mal laden. Ja, so aus Versehen mache ich das nur, weißt du? Kann ja mal passieren. Ja, okay, ich geb's auf. Das klappt bei ihr nicht. Entschuldigung. So. Musst du denn morgen hier los? Meine Güte, bist du morgen krank. Fängt für dich morgen Montag an, so richtig zum Arbeiten oder so. Ja? Verbände. Das ist der Boss, oder? Von denen. Glaub nicht, okay. Die Strikers sind oben. Wir sollten uns also lieber benehmen. Das wird nichts, ja. Besser dich auskurieren. Oh, guck mal an. Töte Piraten. Corsa auf dem Planeten Krypton. Bin ich dabei. Zerstöre die Crimson Fleet im Sol-System. So geil. Das ist jedes Mal dabei, das. Liefere. Wie viel dauert das? Liefere. Okay, gar keine Zeit. Dann machen wir das. Alles annehmen, jede Mission. Haben wir immer Kopfgeld? Nee. Get down on it. So, jetzt muss ich mal kurz zu der Chefin hier, für die ich da arbeite, die mich als Agent angestellt hat und die immer krumme Geschäfte, also immer komische Aufträge hat hier.
So, mal mit der. Wer heißt die Genevieve oder so? Ich vergesse immer den Namen hier. Die hat einen coolen Namen hier. Okay. So habe ich schon, glaube ich, gelesen. Und genau sind die Amps hier, diese Bewerben hier. Get down on it. Operations. Forzen richtig hier. Gut, schauen wir mal. Wie ist das nochmal mit ihr? Wie heißt sie nochmal? Wäre ich an ein Leben in einem solchen Büro hier gefesselt, würde früher oder später jemand... Imogen, genau. Das ist die Imogen, ist die Chefin hier. Hallo, hast du ein Firma. Update für mich? Und die redet auch immer nur so mit mir so. Und was passiert jetzt? Ist erledigt, kommt aber immer noch was Extremes vor. Was? Kommt aber mir immer noch etwas extrem vor. Dieser Konkurrent ist bereit für eine harte Lektion. Ich habe das Arc-Gerät platziert. Gute Arbeit. Dann wird Masako die Abendnachrichten heute besonders erfreulich finden. Also, weiter im Programm, was? Bevor ich's vergesse, wir haben die Resultate deines Ausflugs in die Astral Lounge. Okay. Es sind gute Nachrichten. Der Deal ist gescheitert. Beste. Masako war recht zufrieden und hat Linden angewiesen, dir einen kleinen Bonus zu geben. Nicht genug für ein neues Schiff, aber nicht übel. Bonus? Fällt mein Bonus größer aus, wenn der Deal zwischen Quantum Synergies und Regen zustande kommt? Wie ist die Präsentation abgelaufen? Ich habe doch gesagt, dass ich diesen Laden eines Tages schmeißen werde. Ja, das ist... Die redet halt immer so mit mir. Also die ist halt eine Nette, weißt du? Die hat halt Respekt. Die redet da mit der Glasscheibe. Keine Ahnung. So. Ich habe doch gesagt, dass ich diesen Laden eines Tages schmeißen werde. Woher wusste ich, dass du das sagen würdest? Ja, weil ich das schon mal gesagt habe. Du hast noch einen langen Weg vor dir. Also lass uns im Hier und Jetzt bleiben. Sieh deinen nächsten Auftrag als einen weiteren Schritt auf deinem Weg zu wahrer Größe. Wahrer Größe. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir gut über die Konkurrenz informiert sein. Der nächste Auftrag erfordert etwas härtere Mittel, da sie solche Informationen eher nicht freiwillig herausrücken werden. Sondern? In Ryujin? Ist Ryujin denn nicht aus eigenen Kräften schon innovativ genug? Mal fragen. Warum sollten wir nur einen Schritt voraus sein, wenn wir die Konkurrenz auch meilenweit zurücklassen könnten? Wir entwerfen aufgrund ihrer Pläne ein besseres Produkt und gehen damit zuerst auf den Markt. So sparen wir Entwicklungskosten und machen von Anfang an Profit, während die Konkurrenz ihr immer Produkt nur womöglich krumme komplett Geschäfte aufgeben muss. Lass mich raten. Härtere Mittel heißt, wir bestehlen sie. Nein, du bestiehlst sie. Vergiss Oha. Nicht, wenn du erwischt wirst, wird Ryujin jegliche Beteiligung abstreiten. Dann kenne ich dich nicht mehr. Was müssen wir tun? Wir müssen tun, was immer nötig ist, um die Branchenführer zu bleiben. Ich habe ein Unternehmen sabotiert, das uns bestohlen hat. Klassischer Fall von Heuchelei. Immer her mit den Details. Ja, machen wir das, müssen tun. Eine sehr lobenswerte Einstellung. Dein Ziel ist ein Bauplan für den Prototyp eines neuen Motors von Trident Luxury Lines. Oh, neuen Motor klingt gut. Gerüchten zufolge könnte der Motor 17% effizienter sein als 17%? Jeder andere, der aktuell auf dem Markt ist. Der aktuelle Bauplan wurde für die Prototypenfertigung an die Sternwerft geschickt. Er ist vielleicht im Bürobereich oder der Fabrikhalle. Kannst du mir mehr über die Trident Sternwerft verraten? Die Sternenwerft dient als Fabrik und Verkaufsfläche. Wenn du nicht auffallen willst, gibt dir das viele Möglichkeiten. Sie ist nicht weit, im Orbit oh von Aquila. Wie kann das du sein? Du wirst dein Schiff brauchen. Die Leute von Trident werden kochen, wenn sie merken, dass die Baupläne verschwunden sind. Die Trident-Sternwerft umkreist Aquila im Cheyenne-System. Du bleibst also im Freestar-Territorium. Wer auch immer den Chefs mitteilen muss, dass etwas so Wertvolles gestohlen wurde, tut mir fast leid. Tja, der wird sterben. Denk dran, sei so diskret Dein wie möglich. Dein Klon. Das macht das ich Ergebnis verstehe nicht, umso was befriedigender. Du meinst. Was für Klon? Was ist denn mit dir, Marek? Was für Klon?
Ich glaube, du bist wirklich krank. Also dir geht's nicht gut, Diggi. Du musst wirklich mal zum Arzt. Erzähl das mal, was du da gesehen hast eben. In den Sperrzonen hast du nichts verloren. Also, bin mir ja nicht sicher, ob bei dir alles in Ordnung ist. Lass uns mal dahin reisen. Steuermann, setzen Sie Kurs. Maximum Warp. Energie. Willkommen im Freestyle-Raum. Wir scannen kurz auf Schmuggel. Hi. Dann kannst du weiterfliegen. Jo. Scan abgeschlossen. Du kannst landen. Alles klar. Aber ich will doch gar nicht landen. Ich will doch hier, oder? Steuermann, setzen Sie Kurs auf Trident Luxury Line Sternwerft. Kurs gesetzt, Captain. Ich weiß, das klingt zwar ziemlich unmöglich, aber Energie. Wie schaffst du es doch? Am Sonntag, Arzt? Ja, geht das? Was für ein Arzt am Sonntag hier? Notaufnahme oder was? Das ist ja wild. Nope. Geht nicht. Okay. Okay. Ich verstehe nichts, aber das ist nicht schlimm. Ich habe noch nie irgendwas verstanden. Auf jeden Fall gute Besserung und möge die Macht mit dir sein. Schnell und zuverlässig. Schön angedockt, Captain. Ich docke immer sehr gut an, Babe. Okay, da sind wir wieder. Hi, hallo, Vesco. Vasco, Entschuldigung. Ich stelle beruhigt fest, dass Sie Ihren jüngsten Schlafzyklus überlebt haben. Ach so, apropos Schlaf, noch mal kurz hier. Wenn ich schon Quests mache, ich vergesse es immer, ich muss immer schlafen vorher. Dann kriege ich 10% mehr Erfahrung. Du hast lange geschlafen. Eine Stunde, meine Liebe. Lange. Du bist auch lange. Eine Stunde. Hi. Bitte, vergessen. Willkommen bei Trident Luxury Lines. Trident. Reise mit allen keine Dummheiten, okay? Ja. So, also alles gut hier, alles gut, ich bin netter. Ich bin selbst nie eines geflogen, daher weiß ich es nicht. Ich habe bei 3 Stunden geschlafen. So viel, das ist krass. Das ist krass. Wie kannst du nur so viel schlafen? Schäm dich. Aber so heilt sich der Körper. Also immer schön weiter schlafen. Freestar Security, halt! Ja, sorry. Ich habe das Gesetz gebrochen, weil ich geklaut habe. Aus den Taschen heraus. Das zweite Mal hat es geklappt. Ich habe geklaut. Und jetzt spreche ich mit ihr. Hi. Jaya Shen, was geht? Willkommen bei Trident Luxury Lines. Den Erbauern der besten und luxuriösesten Schiffe in der Galaxie. Falls du Fragen zu unserer Produktpalette hast oder eine Kreuzfahrt buchen möchtest, beides, werde ich dir nach Kräften helfen. Also, was kann ich für dich tun? Kann ich hier ein Trident-Schiffe oder Schiffsteile kaufen? Hier verkaufen wir keine Schiffe. Sondern? Oder Teile. Außerdem hättest du gar keine Verwendung für Teile oder Modifikationen. Ein Trident-Schiff ist so, wie es ist, schon perfekt. Das ist eine Geschichte ungefähr 300 Jahre in der Zukunft. Da können alle easy Bauch reden. Das ist ein Skill, den man dann hat, weißt du? Das wird echt genauso sein. Könnte ich vielleicht eine Kreuzfahrt buchen? Leider sind all unsere Kreuzfahrten auf absehbare Zeit ausgebucht. Das ist frech. Das sollte
Bände über die Qualität unserer Produkte sprechen. Unsere Kreuzfahrten werden von Jahr zu Jahr und mit jedem neuen Modell beliebter. Okay. Sind Trident-Schiffe wirklich so gut, wie sie immer gemacht werden? Ist eine Trident in jeder Hinsicht das Beste? Auf keinen Fall. Deimos hat fantastische Raketenbatterien. Stroud-Eklund-Schilde sind umwerfend. Aber was einer Trident in diesen Bereichen fehlt, ich habe so Macht Stil, bekommen wie ein Jedi. Luxus und Komfort mehr als wett. Und noch mehrere Mächte. Eine Kreuzfahrt mit Trident kann dein Leben verändern. Ich kann Leute so hochheben mit der Macht. Oder ich kann Luft an einem Nichts, eine Blase erschaffen, wo einfach Luft ist. Und die Macht ist dann mit mir. Schnell und zuverlässig. Ich weiß deine Ehrlichkeit in Bezug auf die Schiffe von Toller zu schätzen. Natürlich. Es ist wichtig, die Produkte meines Arbeitgebers sowie ihre Stärken und Schwächen zu kennen. Ein Charakterzug, der äußerst nützlich ist. Und wenn ich ehrlich bin, möchte ich selbst irgendwann mal losziehen. Wie du sicherlich weißt, ist es wichtig, die Vor- und Nachteile jedes Schiffes zu kennen. Alles klar. War mir ein Vergnügen. Ich weiß nur, wo die Waffen sind und wie ich schießen muss. Und das reicht mir. Piu, 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 piu. Get down on it. Get down on it. Was haben wir denn hier? Auftragsbörse? Habe ich schon alles genommen. So, was haben wir denn hier noch? Schönes Kaffee. Wir können leider nichts klauen, weil es ist alles... Normalerweise kann man alles klauen hier. Aber Security ist gerade da. Das geht nicht. Was ist denn das für ein klassisches Schiff hier? Okay. Tür öffnen. Oh, Expertenschloss. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, wir müssen speichern. Ob wir das schaffen so einfach? Okay. Wir werden, glaube ich, auch nicht keinen Ärger kriegen, oder? Wir tun einfach jetzt mal die Luftanlage hier. Also wir machen doch mal die Entlüftung auf. Okay. Warte. Das wird jetzt ein bisschen tricky hier. Das kann einmal und dann das Eins oder was? Spielen wir es mal so. So. Was braucht man denn innen? Innen braucht man nur ein Dreier. Innen braucht man nur ein Dreier. Also behalten wir das Eins, dann nehmen wir das Zweier, oder? Unten brauchen wir nur das da. Unten brauchen wir das und das. Dann behalten wir das andere, okay. Also die zwei brauchen wir unten. Aber hier auch, oder nicht? Dann machen wir hier... Okay, warte. Also, so. 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 Und so. Ich bin beeindruckt. Jawohl. Ich würde das nicht hinkriegen. Okay, wo kommen wir jetzt hier hin? Okay, hab ich geknackt den Scheiß. So, wo geht's denn hier lang? Ui. Wow, Parasiten hier. Du Scheiße, Alter. Hä? Was ist denn hier? Bin kurz Wasser holen. Machen Sie es so. Oh, hier kann ich heimlich rein. Schau mal an hier. Kann ich auch raus? Nee, gell?
Oha, ich kann das von hier machen, dann sieht man mich gar nicht. Okay, das ist wild. Das ist wild. Hab ich. Kehre zu Raijin Tower zurück. Oha, ich habe einfach hier geklaut. Wie geil. Das ist extra dafür gedacht, dass man es von hier macht. Deswegen kommt man da auch nicht raus. Cool. Nice. Ja, also war nett, die alle kennenzulernen hier. Wir können trotzdem.